Neuer, du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pals zu foltern. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind! Du wirst reden, Cartman! Du musst Cartman zum Reden bringen! Was? Was willst du damit machen? Ihr verschwendet eure Zeit! Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich soll dir also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst! Das ist Zeitverschwendung! Kümmern wir uns um die Bösen! Seht ihr? Macht mir gar nicht. Spargel, das wird ganz schön übel riechen. Ach, Scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Yam, yam, yam. Tintenfisch, ich mag ja Lachs lieber. Nein, nö, macht mir gar nichts aus. Noch ein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Oh nein, dieser vollgekotzte Brokkoli ist sicher nicht mehr Bio. Oh, das ist echt ekelhaft, Leute. Ihr könnt gleich aufgeben. Die sind mit... Oh. Warte, Leute! Oh Gott! Oh, die Katzen! Was für Katzen? Ja, genau! Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das Genlabor! Dr. Mephisto! Ja, das muss es sein! Scheiße gelaufen, Wunderarsch! Mach ein paar Filter drauf, da sehen wir cooler aus. Wuhu! Die sozialen Medien, die Geißel der Menschheit. Wuhu! Sehr schön. Du willst jetzt was in den sozialen Medien posten, gut? Klar, wir sind doch ein gutes Team. Wuhu! Nice! Wuhu! Oh Mann, du willst ein Selfie mit mir? Wir Freedom Pals geben nicht auf, bevor deine Eltern nicht sicher sind. Danke. Mann, die alten Leute waren von dir echt angepisst. Kann ich von Nutz, von Nutz, von...
behilflich sein? Rechtschaffen! Bitteschön! Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Gib die Schuld an Netzbetreiber, nicht den Krebsmenschen! Oh, gleich knallt es! Das packst du schon! Wie der Wichser abgeht! Der Manager ist tot! Wer teilt mich jetzt ein? Sorry wegen des Zugs. Wie Fisch schmecken, wie Menschen töten. Ah, dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Name und die Mobile-Nummer bitte. Kapau, ja. Du stemmst wohl den ganzen Tag Gewichte, Cap. Nee, ich bin von Natur aus breit. Los, Mensch, beugel dich unseren Vertragsbedingungen. Pew, pew. Kleiner Rückschlag. Kämpfen, alle Menschen töten! Für Chaos! Schöne Treffer, Professor! Los, Wunderarsch! Liebe im Namen der Gerechtigkeit! Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Wie machst du das nur, Captain? Wir sollten mehr zusammen unternehmen. Ich zeig's dir gern. Du kannst mein Admiral Anarchie sein. Fühlt den Zorn von Humankind! Ich wüsste gern mehr über deinen Hitzeblick, Humankind. Ich erklär's dir wann anders, okay? Habt ihr das gehört, Jungs? Humankind und ich sind jetzt beste Freunde. Gute Nacht! Hau sie weg, Neuer! Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Diabetes im Anflug. Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Humankind für Gerechtigkeit. Wow, hier unten lebt noch jemand? Ich erkläre die Beschwerde für erledigt! Sag mal, hast du zugenommen? Ach, dass es aufhört! Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Das war echt super, Leute! Ich garantiere dir unbegrenztes Volumen im D-Chat! Okay, Wunderarsch ist da! Los, Wunderarsch!
kann ich euch helfen? Ja, hi, wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Tja, aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Wie lang noch? Immer noch etwa 6 Stunden. Okay, cool. Das wird so super! Also in 6 Stunden. Klar, Biscard. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Oh Mann, und wie lange jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh, fuck! Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Links, kaum zu übersehen. Wenn du in den Lüfter forzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Uah, hier stinkt's nach Gammelfleisch! Ist wohl Nacht, Leute! Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen! Ah ja, kommt rein! Junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein! Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir! Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Gut, es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas verpassen. Hast du die Einverständniserklärungen ausgefüllt? So schön, wenn sich junge Leute für Wissenschaft interessieren. Glaubst du, wir brauchen mehr Security? Dein Gesäßredundanzgen ist rezessiv. Das ergibt Sinn. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran.
Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich's sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Ärsche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig! Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gunner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechstklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Ärsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Ärsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's, der Kuhn. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Ist ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Ich spüre Chaos im Anmarsch! Tut leid. Sorry wegen des Zugs. Vorsicht, die Miete greift an. Du schaffst das! Gut gemacht, aber ich fürchte, ihr seid arschmäßig noch immer unterlegen. Diabetes fürchtet nichts! Zucker! Bleib mir vom Leib! Erstaunlich! Wir könnten sogar überleben. Ich habe dasselbe wie eben gemacht und das Ergebnis war gleich. Faszinierend! Oh Mist. Naja, irgendwann lachen wir drüber, falls wir das überleben, was wir nicht werden. Macht euch auf Schmerz gefasst! Ha, ab heute zwei linke Hände. Shit, da kommt eine Katzenattacke! Die Viecher meinen es echt ernst. Mach sie fertig, Saftsack! Ihn, wer der Boss ist!
Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. Könnte mit dem Arschzuschlag zusammenhängen. Er hat vielleicht Nerven. Ich bin dran. Okay. Pew, pew. Wer kommt als nächstes? Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Einer dieser Knöpfe macht die Tür auf. Oh, ich glaube, ich habe nur... Nein, nur mir Katzen freigelassen. Miau. Captain Diabetes belacht diesen jämmerlichen Angriff. Ich krieg schnell da auf Wicken. Ich liebe Attacken mit richtig viel Wumms. Die Pflicht ruft. Zuckerzorn! Hab das Kühlsystem lahmgelegt. Dafür gibt's einen Knopf. Chaos! Die volle Ladung Chaos! Chronisches Leiden hat mich abgehärtet. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja. Interessant. Der Knopf hat dreimal hintereinander was anderes gemacht. Für Kuhn and Friends. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Vámonos! Lo que quieras! Okay, und jetzt? Sorry wegen des Zugs! Erstaunlich! Ein paar Einäscher konnten viel Äscher besiegen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Meine armen Viecher. Wir müssen aus dem Labor raus. Vielleicht. Vielleicht können wir durch die größeren Räume. Hier lang, Kinder. Es bedarf eines wahren Forschers, um das hier zu lösen. Die mutierten Sechstklässler sind entkommen. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Ah, Schule ist kacke. Eltern sind doof. Ja, Erwachsene sind blöd. Oh, shit. Schon okay. In der Turban sind wir sicher. Oh, die Turban geht nicht mehr.
Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Ah, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Lass uns hier abhauen. Schule ist tot, auf! Sechstklässler! Chat ist da! Nice! Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür, aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht! Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Wie geht's, Neuer? So ein feiner Lakai. Und das hätten wir. Oh, wow. Ciao. Um Diabetes zu haben. Diabetes-Schmetterschlag! Bis denn. Jetzt geht zur Treppe und dann runter in den dritten Stock. Okay, jetzt.
jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Schnell tappen, was du brauchst. Geht doch. Mann, jetzt steckst du ganz schön in der Klemme. So ein feiner Lakai. So kleiner. Wuppi! Das schaffst du schon, ansonsten verrecken wir alle. Gibt's hier Tittenheftchen? Sind aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Arschquantität äußerst aggressiv. Die waren bei der Führung aber nicht dabei. Euch zu verkloppen. Mann. Sorry wegen des Zugs. Blöde kleine Viertklässler. Magst du das, Viertklässler? Gibt's in der Mittelschule noch viel mehr davon. Noch mehr explodierende Ärsche! Ist euch gerade auch so schwummrig oder brauche ich nur dringend Insulin? Stopp, Viertklässler! Ich mache gerade eine Menge durch und dich hauen zu wollen gehört dazu! Zuckerschock! Ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr zur Schule geht! Schule ist tot, tot. Starterlaubnis! Piu, piu. Drachen fliegt, Drachen sieht! Ihr seid verloren! Komm her, du Knirps! Schule ist was für Hormons!
Mit denen ist bestimmt nicht gut Kirschen essen, aber mit uns auch nicht. Nimm das! Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kite! Und nun flieg, flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. Du bist blöder als Schule und Eltern zusammen. Chaos kommt euch holen. Du bist definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort. So läuft das in der Sechsten, du kleiner Scheißer. Du musst doch eine Menge lernen. Ah, ich hasse Schule. Dann mal los. Nicht aufstehen! Human Kite, startbereit! Pew, pew. Boah, shit! Du flinkes kleines Arschloch! Mwahaha! Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! An die Arbeit, Lakai! Okay, 2,50 für Zementarbeit und 3,50 für Killerjob. Pero era mi turno. Kackscheiße! Für Viertklässler-Abschaum seid ihr echt zäh! Blöder, einärtiger Blödarsch! Jetzt schon? Mein geliebter Zucker, ich brauch dich mehr denn je! Frischer Wind zieht auf. Pew, pew. Uff. Blöde Eltern fragen mich nie, was ich will. Wir können's immer noch schaffen. Jetzt bin ich wohl dran. Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Sehr gut, die Luft ist rein. Der Prozessor müsste direkt hinter der Tür sein. Wir sind gleich bei dir.